Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer Einzelreview von mir, und zwar diesmal mit dem Band Crossed. Von Gas Ines erschienen in den USA beim Avatar, bei Avatar Comics erschienen. Von dem Verlag habe ich noch so gut wie gar nichts. Es ist total krank, das kann man sich schon denken, wenn man Gas Ines auf dem Cover liest. Es geht um diese Typen, das ist irgendwie so eine Seuche, die ist ausgebrochen, wodurch man auch seine, irgendwie, wo man die Hemmschwelle durch verliert und einfach nur noch extrem krasse, brutale, kranke Sachen macht und total unzurechnungsfähig ist. Quasi sowas ähnliches wie bei Zombies los, dass die sich noch unterhalten können, noch einen Willen haben und einfach nur total durchtrieben sind. Das war es eigentlich auch schon fast an Story. Das Ding hat nämlich nicht wirklich viel Story. Es geht halt darum, es fängt halt an, dass man auf einer Straße einen sieht, der irgendwas mehr, der irgendwie eine Hüfte oder sowas an der Wirbelsäule hat. Und dann in einen Laden reinrennt und das auf die Theke schmeißt. Daraufhin geht er auch schon hin und beißt den Ladenbesitzer die Nase ab und schlachtet um sich rum. Der Ladenbesitzer verwandelt sich daraufhin dann auch in so einen Typen. Die nennen ihn immer die Bösen halt. Ganz simpel. Und der Ladenbesitzer verwandelt sich dann auch, schneidet dann einen der Opfer irgendwie ein Loch in den Bauch und vergewaltigt ihn durch dieses Loch. Krasse Scheiße. Und das zieht sich durch das ganze Ding durch. Es bildet sich dann halt eine Gruppe, die auf der Flucht ist vor diesen Bösen halt. Und die Bösen ziehen durch die Gegend, vergewaltigen und bringen alle möglichen Leute um, die sie unterwegs treffen, die man wird halt verletzt durch Körperflüssigkeiten oder durch einen Biss, so ähnlich wie bei Zombies. Bloß, dass bei denen in dem Fall sogar schon Sperma reicht. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da wichsen die extra Patronenkugeln an, um die Opfer anzuschießen, mit die sich wiederum auch in diese Biester verwandeln und die Leute, die weiter weg sind, auch angreifen können. Ist total krank. Und das Ding besticht halt so vor bizarren Szenen. Da gibt es dann zum Beispiel Szenen, da sitzen die alle zusammen in der Höhle. Da sind sie schon 10 Monate auf der Flucht. Man erfährt dann mal so Backflash, was passiert ist. Und die aktuelle Geschehen passiert also auf zwei Zeitsträngen, kann man so sagen. Und dass er hier, der erzählt, wie er in einen Supermarkt von einem von diesen Bösen weggerannt ist, der wiederum in eine Salzlache ausgerutscht ist und daraufhin gestorben ist. Deswegen vermutet er, dass die Bösen, dass die Schwachstelle von denen halt, wie heißt es, Salz ist. Und hofft halt damit, die große Entdeckung gemacht zu haben im Kampf gegen die Bösen. Kurz daraufhin bemerken die halt, dass unten Geräusche sind und dass irgendwie welche von den Bösen auf dem Weg hin sind zu denen, dann rennen die alle weg. Dabei bricht die Frau sich das Bein und bittet ihn, den Sohn oder Tochter mitzunehmen, müssen wir mal gucken, die Tochter mitzunehmen und vor den Bösen wegzurennen und sie alleine zurückzulassen. Das will er aber nicht und macht dann halt einen Kreis aus Salz um sich rum, weil er halt meint, das wäre halt so der Blocker gegen die Bösen. Ein Panel weiter, das halte ich jetzt in dem Fall nicht in die Kamera, sieht man, wie er und die Frau vergewaltigt werden, die Frau ihn anbrüllt, wolltest du das, ein Typ von diesem Bösen seine Gedärme in der Hand hält und über den die kleine Tochter zerhackt wird. Krass. Und so geht es halt die ganze Zeit weiter. Wenig Story, die sind nur auf der Flucht. Es passieren sehr viele bizarre Dinge. Zum Beispiel, da sind sie weiter unterwegs und dann tritt einer von denen in eine Bärenfalle rein. Und daraufhin geraten die so eine kleine Schießerei. Die denken als erstes bei einer von den Bösen. Stellt sich heraus, dass es eine Grundschullehrerin ist, die mittlerweile zur Kannibalin geworden ist, um die ganzen Grundschüler, die sie bei sich hat, ernähren zu können. Stirbt dann auf die Verletzungen aus der Schießerei heraus, und als die Leute dann weiterziehen, entscheiden sich halt dazu, die ganzen Kinder, die da auch von der Grundschule über sind, im Kopfschuss zu erledigen, weil sie die erstmal nicht mitnehmen können, die nicht zurücklassen wollen und weil sie halt auch Angst haben, dass sie noch weiter als Kannibale fungieren und all sowas. Und der Band, also steht doch vorher drin, das ist so der Skandalband irgendwie, und dass Gas Ines mit den ganzen Story schocken wollte. Mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht so gepickt. Also wenn man einfach nur ein brutales Comic haben möchte, was auch genügend US-Hefte und Seiten drin hat, sind 260 Seiten, voll mit Brutalität, der soll zuschlagen. Wer ein bisschen Story noch dazu erwartet, kann ruhig einen Bogen drum machen. Ich tue mich schwer, die dafür eine Bewertung zu geben. Weil auf der einen Seite waren diese krassen Szenen, sag ich mal, wie mit der Grundschule, wo die ganzen Kinder erschossen werden, doch so packend, dass man weitergelesen hat, aber es ist nicht so mein Ding. Ich werde auch mit dem ersten Band aufhören, ich kann auch sagen, das ist eine abgeschlossene Geschichte, der erste Band. Der zweite Band wird dann von David Lapham, war es, glaube ich, geschrieben, und so zieht das mit den ganzen Bänden weiter. Ich glaube, jeder Band wird vom anderen Autoren geschrieben, es sind insgesamt 10 Bände. Wenn ich mich nicht alles täusche, hat sogar Al Moore einen dieser Bände geschrieben.
Ich weiß nicht, ob das so weitergeführt wird, dass in jedem Band die Geschichte um eine Gruppe erzählt wird oder ob das von Band zu Band dann auch mal eine Gruppe länger am Start ist. Wie gesagt, ich gebe keine Bewertung, ich kann nur sagen, sehr brutal, wenig Story. Muss jeder für sich selber entscheiden. Am besten, wenn es einen Freund hat, mal kurz reinlesen, das reicht eigentlich. Das war's für dieses Mal, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr lasst mal ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ballert mir mal in die Kommentare, ob ihr auch CrossFit gelesen habt und was ihr davon haltet, ob ihr es auch so krass empfunden habt wie ich oder ob ich zu weich gespült bin. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein. Und der Klassiker. Ich dachte, ich hätte ausgedrückt und es ist nicht ausgedrückt. Habe aber nicht mehr viel dazu erzählen, weil ich letzte Zeit echt viele Videos aufgenommen habe und eigentlich schon alles rausgeballert habe, was ich zu erzählen hatte. Also bis zum nächsten Mal, wisst ihr Bescheid.